Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lukas Charts Games und Game Dev Tycoon. Ja, das letzte Mal haben wir ja, ich meine, nochmal so einen richtigen Kracher gelandet mit dem Spiel Nee, IQ Runner hieß es, glaube ich, ne? Wir werden es gleich sehen. Auf dem G64 und haben uns damit relativ gut verabschiedet von dieser Game-Plattform, weil die haben sie ja dann vom Markt genommen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir hier weitermachen, ne? In dem Sinne, springen wir mal direkt hinein ins Game. Na komm, mein kleiner X-Ray in grün. Da bist du wieder. Ja. Ist da gerade eine Pause laufen oder was? Ah, da kam. Okay. Konsolenneuigkeit. Hardwarehersteller auf der ganzen Welt zeigten sich heute überrascht, dass Ovodore Hersteller des beliebten G64 bankrott angemeldet hat. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, wir haben es zum Glück noch geschafft, kurz vorher, bevor dieses Gerät vom oder dieser Heimcomputer bankrott gegangen ist, nochmal ein Spiel rauszuhauen, was ja kein Blockbuster war, aber dafür immerhin einen würdigen Abschluss von unserem Game Studio für diesen Heimcomputer darstellt. Haben wir auf jeden Fall nochmal geschafft. Da bin ich richtig froh drum, weil ich, wie gesagt, das Gerät ja selber hatte, also nicht den. Ich hatte den Amiga 500 und das hat mir viel Spaß bereitet als Kind. Und ja, da möchte man ja schon, wenn man ein Spielentwickler ist, was Ordentliches dafür nochmal zur Verfügung stellen für die Leute, die das Ding dann noch länger benutzen. Das heißt ja nicht, dass der ganz weg ist, aber wir können leider nicht mehr drauf produzieren. Was ich jetzt auf jeden Fall als erstes mache, ist das Gedudel wieder anschalten, weil letztes Mal habe ich das ja voll vergessen. Das passiert mir jetzt nicht nochmal. Also erstmal. Ich hoffe, dass ich merke mir das auch in der Zukunft. So, nun sind wir auch wieder mit ein bisschen Musik dabei. Ja, okay, das wissen wir jetzt. Ja, was nehme ich mir vor? Wir hatten, glaube ich, Casual Games. Können wir nochmal gucken, was wir alles erforscht haben nachher gleich. Und ja, 297.000 haben wir. Vielleicht kaufe ich für den Nintendo, also für diesen Gameboy im Prinzip, eine Lizenz und versucht da mal ein Casual Game zu machen, was halt quasi nicht für den ambitionierten Gamer ist, sondern eher zum Zeitvertreib für die Kiddies. Aber das Ding ist ja neu und der Marktanteil ist höher. Ich probiere das einfach mal, glaube ich. Mal gucken, was passiert. Ja. So, was sagen Sie denn? Konsolenneuigkeit. Govodore hat es nicht geschafft, eine teurere Alternative auf den Markt zu bringen und sah sich gezwungen, die Produktion des G64 einzustellen. Die Plattform wird daher Anfang nächsten Jahres vom Markt genommen. Ah, okay. Das heißt, wir haben jetzt ja laut Spiel 1984 und 1985, also ich bin mir nicht sicher, wie lange der C64 hergestellt wurde, aber ich hätte jetzt eigentlich vermutet länger, also so bis 89. Wir können auf jeden Fall noch dieses Jahr lang ein Spiel dafür machen. Wir schauen mal, was da der Marktanteil, wie der bleibt. Ja, weiter hier. So, wir schauen. Immer schön gucken hier, damit die Zeit nicht weiter rennt, wenn wir nichts tun. Das ist bei dem Spiel echt schwierig. Die Spielhistorie. Auftrag, Engine erstellen, Forschung. Wir hatten das letzte Mal. Wir können Zielgruppe forschen. Marketing, da reichen mir die Forschungspunkte im Moment nicht. Aber wir können auch ein neues Thema forschen. Welche Themen haben wir denn alle? Das lassen Sie uns nochmal gucken. Was mich auf jeden Fall als nächstes so interessiert, ist Krankenhaus. Das wäre natürlich dann auch wieder eine Simulation, also denke ich, weil, ja, was könnte man denn noch machen im Krankenhaus? Paperboy im Krankenhaus oder was? Nee. Das ist zum Beispiel übrigens so ein altes Spiel gewesen vom Gameboy, wo man auf dem Fahrrad rumgefahren ist und hat dann nach links und rechts die Zeitungen rausgeschmissen und musste immer zu irgendwo ausweichen. Ne? Kennen bestimmt auch noch viele von euch. Also, die im gesetzteren Alter sind. Aber jetzt, wir haben ja Casual und so ein. Nee, ja, Casual haben wir erforscht. Zombie haben wir noch. Da haben wir, glaube ich, mal ganz am Anfang ein Actionspiel gemacht auf dem G64, was nicht gut lief. Das wäre vielleicht eine Idee, ein Casual Zombie-Game zu machen. Ist ja geil, ja. Ich glaube, das würde ich versuchen, aber ich weiß schon wieder gar nicht. Ich glaube, 50.000 war die Lizenz für den Gameling, ne? Können wir die jetzt. Das müssen wir mal. Wo war denn das? Wo konnte ich denn dieses. Ah, das geht erst, wenn man ein neues Spiel machen möchte, ne? Im Moment verdienen wir ja nichts mehr. Das Spiel ist, glaube ich, vom Markt genommen worden. Ah, Spielhistorie wollte ich nochmal gucken.
Das letzte Game, was wir gemacht haben, das war ja der IQ Runner, genau. Das war die Verabschiedung vom G64, C64. Um es nochmal klarzustellen. Ja, der hat ja dann einen würdigen Abschluss gefunden von uns. Und das war ein Mad Science Abenteuer. Hat ganz gut funktioniert, bin ich zufrieden. Wir haben auf jeden Fall 363 Fans dazu bekommen. Das ist ja schon mal was, ne? Und das Ding hat einen höchsten Verkaufsrang von 17 gehabt. Das war definitiv unser bestes Spiel bis jetzt. Und das gilt jetzt. Wir müssen ja alles mal ein bisschen toppen. Die sagen, wir können ab 1 Million, die wir haben, ich renne hier mit 300.000 rum, können wir ein neues Büro ziehen. Also das würde ich dann auch wahrscheinlich nicht gleich tun, weil Puffer muss man ja auch haben. Also so 1,5 Millionen oder 2 Millionen würde ich da lieber haben. Wenn das überhaupt möglich ist in diesem kleinen Büro, das ist ja das Nächste, ne? Oder ob uns dann die Fälle davon schwimmen mit den anderen Firmen, die im Hintergrund da konkurrieren vielleicht. Und es läuft halt alles schneller. Ach Mensch, 50.000, traue ich mich das? Traue ich mich hier jetzt auf die Nintendo? Wir gucken uns das mal an. Wir produzieren ein neues Spiel. Neues Spiel entwickeln. Und ja, die Spiele-Engine wird auf jeden Fall wieder meine Gyro-Engine erstmal. Neue Engine entwickeln, das kann ich im Moment nicht. 25%, der hat einen hohen Marktanteil im Gegensatz zum Rest. 14%, die Tests nur noch. Der PC hat auch nur noch 14%. Und der G64, der ist aber auch ganz schön gefallen, hey. Bei Casual wissen wir es da nicht. Ich kann mir eigentlich Casual nur vorstellen auf so einem Game Gear. Der hat 19%, aber den Vento ist immer noch besser. Kostet mich 50.000. Ich würde sagen, wir kaufen das jetzt. Ja. Ich kaufe die Lizenz für den Gamelink, damit ich da was machen kann. Ich komme ja sonst nicht vorwärts hier richtig. Die ganzen Marktanteile gehen ja bei den anderen Sachen immer mehr runter, umso mehr Konkurrenz hier kommt. Und da müssen wir schauen, was sind die besten Marktanteile. Ich probiere das jetzt mal. Casual haben wir erfolgreich erforscht das letzte Mal. Das heißt, wir können da ein Casual-Spiel machen. Und was anderes macht auf so kleinen Kisten ja eigentlich auch nicht wirklich Sinn. Und dafür müsste meine Engine auch reichen. Wir können speichern, das ist wichtig. Dass jemand, der da so eine Kassette da reinsteckt, ich meine, das waren so Module, dann auch sogar speichern kann. Wenn das überhaupt geht. Aber ist egal, die Engine macht es ja möglich, ne? So, jetzt sind uns da 50.000 Entwicklerlizenzen abgezogen worden, ja, und es tut richtig weh, dazu zu gucken. Das Genre. Da wollte ich ja Casual machen, das hatten wir da vorher nicht, okay. Probieren das. Und Thema Zombie. Und ich stelle mir da so ein... Was kann man da machen? Zombie-Schläger? Nee, das hört sich... Waren ja eigentlich bei China ist das so ein Kram. Oder China Brothers und Super Mario Sisters, ne? Aber das passt ja mit Zombie nicht wirklich. Das ist ein bisschen blöd. Wir probieren jetzt wirklich auch einfach aus. Ich habe eine Idee. Zombie Razor. Im Moment sind wir bei 60.000 Entwicklungskosten. Wir nehmen die Gyro Engine. Mal gucken, wie lange sie sich hält, bis ich sie überarbeiten muss. Aber wir versuchen es einfach mal. Komm. Auf geht's. Wir lassen es auch bei unserer guten Grafik, also das, ja gut, was man halt maximal, das ist ja eigentlich, theoretisch könnte ich was sagen, wir machen textbasiert, weil wenn ich an den Gameboy zurückdenke, was das für eine Grafik war, Katastrophe, ne? Also zu heute verglichen. Ich meine, diese hier Steam Deck zum Beispiel, wenn man das anguckst, ne? Das ist was ganz anderes, aber die Zeiten sind ja auch anders gewesen. Das waren ja immer, wir sind immer noch in 1984, wenn, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann der Gameboy rauskam, ne? Damals. 2D-Grafik Version 1. Nein, wir nehmen schon genau diese Grafik. Einstellung starten. Ah, er fängt ja schon direkt an. Genau, das war das ja. Ach, jetzt kommen wieder die tollen Schieberegler. Oh. Was haben wir gesagt? Casual, ne? Casual, da muss die Engine, ist mir da eigentlich fast scheißegal. Aber das Gameplay muss Spaß machen. Definitiv. Und wenn ich jetzt einen Zombie-Racer habe, dann brauche ich auch überhaupt keine Story. Das ziehen wir mal hoch. Oh, Story. Engine Level oder Story? Hm,
was ist denn, was können wir denn ein bisschen, aber hier soll er die Haupt, das Gameplay muss Spaß machen ohne Ende. Das steht ja auch hier da, Plus komplett und hier Story, Quests und Gedöns ist noch nicht erforscht. Oh Mann, da bin ich wieder dabei, ne? Hier geht's wieder los mit dem Spaß hier, mit der Auswählerei. Und ich habe jedes Mal, wenn ich es dann entschieden habe, dann geht's gezittere wieder los hier, wenn das Spiel dann bewertet wird. Ich glaube, ich mache hier null. Story braucht man eigentlich bei einem Razer eigentlich überhaupt nicht. Aber Engine machen wir mal ein bisschen. Komm, weiter. Und schon den ersten Bug wieder drin. Und noch ein Bug. Oh, Junge. Oh, Mann. Nachrichten. Ja, der G64 wird nicht länger unterstützt, steht jetzt hier. Ja, das haben sie uns schon weggenommen. Können wir gleich angucken, nochmal lesen. Entwicklungsphase 2. Zombie Razer, Zombies Casual. Dialoge. Ja, was willst du reden, wenn du rumrasen sollst? Bringt uns keine Punkte. Das Leveldesign, wo ich rumfahre, das muss mir aber schon, das soll mir schon gefallen. Also das machen wir mal ein bisschen. Das können wir eigentlich auf 100% machen. Man kann ja hier auf 100 gehen und bei anderen auch noch ein bisschen nachziehen. Und künstliche Intelligenz. Ja, auf dem Gameboy. Also wenn ich da gucke, wie das immer getickelt war, das waren. Was passiert eigentlich, wenn ich 0-0 lasse? Wenn ich mich wirklich nur auf 1 hundertprozentig besteife? Leveldesign. Das ist ja die Entwicklungsphase 2. Dialoge brauchen wir gar nicht. KI finde ich eigentlich ist bei so einem Razer-Spiel. Ja, aber ich bin ja auf einem Gameboy. Später mal, wenn man so diese Need for Speed rein und so anguckt, da riecht man sich auf, wenn die KI blöd ist oder nicht. Und wir machen eine KI von 2. Oh, nein, ich habe schon wieder Angst. So, was sagt die Nachricht hier? Nachrichten. G64 wird nicht länger unterstützt. Du hast 4 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und insgesamt 597.200 D-Mark eingenommen. Das ist halt echt, ne? Krass. Ich finde es schade, dass die Plattformen wirklich weghauen. Ich hoffe, dass der PC hier nicht einfach rausgenommen wird, weil PC gibt es immer noch. Und, ja. Der Marktanteil ist halt dann das Einzige, weil PC möchte ich schon noch so Hauptaufgabenmerk von mir drauf haben, ne? Weil ich ja persönlich selber PC-Spieler bin. Darum stelle ich mir für unser Lukas Charts Games vor, dass wir da auch Hauptaufgabenmerk drauflegen später. Wenn wir nicht vorher bankrott gehen. Ne? Ich meine, oh, ich kriege wieder 174.000. Na ja, komm weiter. Designe mal hier kräftig. Das ist noch nicht viel, hey. 10, 9. Komm, da geht noch mehr. Sieh zu, Freund. Entwicklungsphase 3. Zombie Razer. Casual. Spieldesign. Da sagt er mir jetzt schon minus minus Fragezeichen, weil er das mit Casual nicht kennt. Noch die Einstellung vom letzten Mal, ne? Grafiklevel soll gut sein. Das Beste, was geht, auf dem Gameboy. Und der Sound auch das sehr gut, weil ja, Soundgeräusche von Motor. Ich lasse das jetzt so. Mal gucken, was passiert. Hat ja beim letzten Mal Glück gebracht. Vielleicht machen wir einen Reibach auf der neuen Konsole. Vielleicht kriegt man auch einen vollen Arschtritt, ne? Oh, jetzt habe ich wieder Arsch gesagt. Hab ich das? War das? Das ist doch ein, der immer gesagt hat, da war das, Mensch, Jesus. Sind wir ganz gut unterwegs hier gerade. Ich komm. Hau noch mal irgendeins raus, bitte kein Fehler. Einmal lass ich noch Geld abziehen, komm. Da kommt nichts mehr. Fertig stellen. Bonus 1,3, neue Kombination. Aber einen neuen Rekord haben wir hier jetzt nicht geschafft. Ne? Wir haben Design 20 und 16. Und ich glaube 21 war unser Rekord. Aber wir haben uns verbessert im Gameplay. Plus 158. Weil man da jetzt viel mehr Wert drauf. Ach, dann funktioniert es auch so. Lege ich mehr Wert auf Gameplay bei einer Sache mit 100%, dann steigert er sich natürlich da viel mehr. Level Design haben wir ja auch gemacht, weil es schön aussehen soll, wo wir rumfahren und immer Abwechslung, so denke ich da. Die KI haben wir wenig gemacht, deswegen auch hier wenig, nur 69 plus. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das so funktioniert. Und Sound haben wir auch 106 plus gemacht, weil man dabei, ich glaube, 80 hat man jetzt zum Schluss eingestellt gehabt, ne? KI dürfte dann natürlich auch nicht viel dazugekommen sein. Der halt war die KI. So, ist nicht viel dazu gekommen. Aber Level Design haben wir da. Haben wir. Level Design und Gameplay haben wir jetzt bei uns trainiert.
Der Zombie Racer, oh Mann. Auf dem Gameboy. Gameling. Vom Spiel veröffentlichen. Was haben wir hier jetzt dazu gekommen? Bei Speed Increase 0, wo man ja das letzte Mal festgestellt hat, aber ich meine, da war 304 plus 1 und war immer noch 304. Also das habe ich nicht kapiert, was das soll. Hier haben wir jetzt 2 Punkte dazu bekommen bei Technologie und bei Design haben wir auch wieder 1 Punkt dazu bekommen. Das ist ja schon mal gut, der X-Ray, mein Coder hier. Oh Mensch, komm. Das Angebot, was ist denn das? Kann ja kein Mensch... Hä? Was ist das denn jetzt? Seit wann kriege ich denn hier Hieroglyphen und... Ja, ich kann ja Nachrichten schlüsseln, aber... Angebot. Das ist ein ganz besonderes Angebot. Unsere Agenten haben es kürzlich geschafft, sich ein paar Forschungsunterlagen zu leihen, die sie interessieren könnten. Wenn sie Interesse daran haben, überweisen sie 43.000 an die angehängten Uplink-Verbindungen. Wir werden sie kontaktieren, Agent Blowfish. Leute, nee. das ist ja voll wie Phishing hier. Ich gehe kaputt. Das ist, kann ich mich gar nicht mehr drin entsinnen, ob das, ich habe das ja mal gespielt, ist ja, wie gesagt, schon fast schon 10 Jahre her, ne? Nein, das machen wir nicht. Ich brauche das Geld selber. Also, ich gehe kaputt. Oh Mann, ich will nicht auf OK drücken. Ich habe schon wieder Schiss. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Zombie Racer. Ach komm. Augen zu und durch. Eine 10 war dabei. Eine 9. Eines der besten A-Games. Ey Leute, 8. Sehr gut. Hey, die Kitties sind begeistert. Ich liebe es. Game Hero. Da kommen sehr unterhaltsam. Ja klar, ich meine, wir werden ja auch in unserem Level besser. Ist ja super geil. Aber eine 10 wäre ja mal schön gewesen. Habe ich noch nie geschafft. Mal gucken, wann das kommt. Die erste 10 wird gefeiert hier. Ja, super. Also, Zombie und Casual. Funktioniert schon mal demnach gut. Das ist ja schon mal. Das war jetzt ein Griff ins Glück, anstatt ein Griff ins Klo. Wir haben immer noch 145.000. Jetzt bin ich gespannt, wie das sich verkauft. Mal die Charts angucken. Los, auf geht's. Mega. Komm, zieh durch, da geht mehr. Oh, Rang 11 am ersten Verkaufsstart. Ja, Rang 1, das wird noch ewig dauern. 104.000 Fans dazu. Ne, sind das 1.000 Fans? 1.100 Fans. Ah, okay. Hui, was? Verkaufsrekord. Zombie Racer hat mit über 50.000 verkauften Stück einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von LucasArts Games. Wie geil. Also wahrscheinlich bist du hier so ein bisschen gezwungen, immer gleich auf den neuen Ding aufzuspringen, also hier eine Lizenz zu holen. Oh, alter Schwede, 521.000. Ey, wir kommen ja wirklich an die Million bald ran. Umsatz 121.000 und Fans plus 104. Sogar in Diagrammen hier am Anfang viel, dann wieder ein bisschen weniger und wieder gestiegen, weil sich's rumgesprochen hat. Vielleicht müssen wir noch Marketing machen. Krasser Scheiß. Mega gut. Komm, wir warten noch ein bisschen. Umsatz, 64 Fans dazu. Wir haben jetzt mittlerweile 1300 Fans. Leute. Rang 19. Halten uns auch ziemlich gut. Rang 22. Komm, einen warten wir noch ab. Wir haben 729.000. Wir können uns langsam ein bisschen was erlauben, auch mal Scheiß zu bauen. So. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen gewartet. Wir warten die 10. Woche noch ab und dann mache ich einen Spielbericht. Komm. Okay. Jetzt haben wir 10 Wochen. Auf geht's. Neues Spiel. Nee, Spielbericht erstellen. Hammer. Ey, 8,25. Wir sind ja fast an der 10. Also an der 9. Also das nächste Ziel muss 9 sein. Höchster Verkaufsrang 11. Wahnsinn. Profit 539.000 und wir haben 84.000 reingesteckt. Ja gut. Der Zombie Racer, ich habe gedacht, das wird ein Kackding. Ein Kitty-Mist-Spiel, ja auf Deutsch gesagt, was man so nebenher dattelt, dass das so reinhaut, hätte ich jetzt aber überhaupt nicht erwartet. Krasser Kack. Ja, dann machen wir den Spielbericht. Komm, auf geht's. Also wichtig, Marketing. Zombie Racer wurde vom Markt genommen. Zombie Racer wurde vom Markt genommen. Es wurden 89.539 Einheiten verkauft und
626.797 D-Mark Umsatz erzielt. Hammer. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass wenn wir hier ne, im Jahr, wann haben wir angefangen? 80, ne? Wenn wir hier im Jahr 10 sehen, dann muss ich dann Euro ankündigen, ja? Hoffentlich teilt sich das dann nicht hier auch. Eieiei. Krass. Aber komm, zieh durch hier. Was wir denn da noch machen? Spielhistorie kann ich jetzt noch angucken. Na gut, solange wieder was tut, kann ich auch nichts anderes tun. Ja, ist ja logisch irgendwo, ne? Hammer. Spielbericht, unsere Analyse. Spielbericht. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Zombie Razor ist beendet. Und wir haben folgende Resultate erhalten. Erstens, Zombie und Casual ist eine großartige Kombination. Künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spiel überhaupt nicht, auch gar nicht. Ja, ja, das war, ich habe ja probiert hier mal komplett nur auf eins zu gehen und das andere wegzuhauen. Das hätte, dabei ich gedacht, na gut, man braucht bei Spielen ja eigentlich immer von jedem bisschen was. Aber scheinbar nicht. Bei KI, ja, ich meine, wenn ich rumfahre, ich habe aber KI, habe ich doch sogar ein paar Prozent drauf gemacht, meine ich, ne? Ja, voll genial. Ich gehe fest, ey. Warte, das, ah ja, das ist der Bericht fertig. Zur Auftragsarbeiten bieten sie denn da wieder 4 Wochen für 20.000, Strafe 4.000, wenn ich es nicht schaffe. Da muss ich Design 6 und 14 in Technologie machen, innerhalb von 4 Wochen. Das hingekriegt? Ich bin mir nicht sicher. Spreadsheet Software. Unseren Mitarbeitern muss gezeigt werden, wie man diese neue Technologie anwendet. Ein Spieltest könnte ich auch machen. Habe ich 5 Wochen Zeit, krieg 17.000, dann krieg aber eine Strafe von 6.000. Aber Problem ist, ich mache da 5 Wochen rum. Ja, immer hier die Wochen. Dann gebe ich ja Geld aus. Oder muss innerhalb der 5 Wochen nur das erreicht werden? Ich traue mich da nicht ran. Ich meine, gut, man könnte es mal probieren hier. Ne? Man macht halt 6.000 nasse, wenn man es verhaut bei dem. Das sind auch 6.000. Da muss ich nur eins in Design machen. Ich müsste wahrscheinlich einfach mal gucken, was kann mein X-Ray überhaupt? Und Technologie 15. Programmfehler bereinigen. Ja. Also okay. Mal ganz zurück hier auf den ersten. Das hat man ja schon. Das ist immer 3 Stück scheinbar einfach nur, ne? Das ist Hälfte, Hälfte. Und ich programmiere ja Spiele nur in beide Richtungen. 5 Wochen Zeit. 17.000 würde ich kriegen. 8.000 würden abgezogen werden. Dann hätte ich wieder einmal Monatsgehalt. Im Prinzip, was ich koste, wieder drin. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Wenn ich den Vertrag jetzt annehme, dann versucht er das. Wir würden 6.000 nasse machen, wenn ich es verkacke. Ich probiere das mal. Ich will das einfach wissen, wie das läuft. Und ja, es wird uns jetzt nicht bankrott treiben, wenn ich es verkacke. Komm, auf geht's. Mach das mal. Restdauer. Ah, da oben läuft die Zeit runter. Ah, komm, hau das weg. Macht halt Design. Zack, wir haben es geschafft. Okay. Auftragsarbeit, Jason hier. Ich habe gerade vom Kunden gehört, dass der Vertrag erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Ausgezeichnete Arbeit. Normalerweise kriege ich alle 6 Monate neue Aufträge rein. Schauen Sie doch später nochmal nach. Okay, also jetzt haben wir das erste Mal eine Auftragsarbeit gemacht. Das ging ja recht schnell. Oben ist dann der Balken abgelaufen, wie lange ich Zeit habe. Aha. Und er hat es gepackt. Also so ausgeglichene Dinger sind vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie nicht zu hoch sind. Auftrag erfolgreich. Erfolg. Wir werden 17.000 D-Mark auf Ihr Konto überweisen. Da haben sie schon getan. Jetzt gucken wir mal, was es noch an Auftragsarbeiten gab. Vielleicht bin ich halt gut genug für anderes. Aber hier habe ich ein bisschen... Das ist noch knapper. Jetzt hat man 5 Wochen Zeit und das ging schon ziemlich schnell runter, ne? Nee, das machen wir nicht. Ich weiß nicht, wie gut der... Das sind jetzt jeweils nur 4 Wochen. 16.000 und hier kriegt man eine Strafe von 20.000. Ich glaube, das... Nein, das machen wir nicht. Ja, jetzt sind wir bei 25 Minuten, ne? Ich meine, wir können doch mal in die Forschung gucken. Was können wir denn da noch machen? Jetzt haben wir ein bisschen Geld gemacht hier. Wir müssen ja wahrscheinlich auch irgendwann wieder eine neue Game Engine. Die wird dann wahrscheinlich auch wieder kacke teuer, ne? Ich kann gar keinen Game Engine erforschen, sehe ich gerade.
Monosound, Zielgruppe könnte ich machen. Neues. Wir machen auf jeden Fall noch ein neues Thema. Und zwar möchte ich Krankenhäuser erforschen. Ich möchte hier, wir müssen hier, schaut mal, wie viel hier noch kommt. Ist ja der blanke Wahnsinn. Da kann man sich auch wahrscheinlich viel verkacken. Transport ist interessant und Krankenhaus. Das ist beides was für Simulationen, ne? Romantik wäre ja vielleicht wahrscheinlich wieder Casual-Kack. Aber jetzt, also so eine Richtlinie, die ich erfahren habe, ist, dass man nicht immer dasselbe hintereinander wegmachen darf, ansonsten geht man wohl gleich bankrott. Das ist immer die gleichen Spiele rausbringen, ja, das wird uninteressant, ne? Ist ja auch logisch, irgendwie Abwechslung muss da sein und dadurch zeichnet sich demnach wohl auch ein Spielstudio aus, wenn du in verschiedene Richtungen gehst. Auch von dem Thema her, ne? Klar, wenn man jetzt hier großen Themenbereiche bei Bethesda anguckt, da bin ich ja natürlich auf dieses, oh, wie heißt das Weltraumspiel, das neue, was da rauskommt? Oh, jetzt fällt es mir nicht ein. Starfield, genau. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da, wenn ihr hier überhaupt noch dran seid jetzt. Was ihr von dem Spiel haltet. Ich setze da sehr viel drauf. Ich spiele gerne Rollenspiele und gerade das Sci-Fi-Universum, da bin ich voll dabei. Und fieber dem Spiel jetzt wieder total entgegen. Genauso auch Cyberpunk. Das sind auch solche Themen, die mich halt mega anfixen, sage ich mal so, ne? Und ja, Cyberpunk spiele ich gerade im Hintergrund immer noch. Ich habe die Story noch nicht da. Ich lasse bei sowas halt Zeit. Ich habe da gewartet, bis das Spiel auch wirklich gefixt war, dass es spielbar ist. Ist nicht wirklich das hundertprozentig so geworden, wie es die Leute gesagt haben, aber es ist auch nicht scheiße, ne? Also, es macht wirklich Spaß. Mir persönlich macht es Spaß. Muss jeder für sich selber abwägen. Klar, ist es gehypt worden bis zum geht nicht mehr. Da war ich ja selber auch voll dabei. Und dann, wie ich schon gesagt habe, der Port auf die PlayStation 4 war ein Riesenfehler, den sie da gemacht haben. Hätten sie nicht tun sollen. Und es sind halt auch ein paar Elemente nicht drin, wie fliegende Autos, die du selber fliegen kannst zum Beispiel. Da wäre ich voll dabei gewesen. Leider fehlt es. Ja, und ich glaube auch nicht, dass das noch nachgepatcht wird. Die patchen zwar viel dran rum noch, aber auch das nächste, ich glaube, da soll ja auch noch ein DLC kommen, was wieder. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Geld kostet. Warten wir einfach mal ab. Was wir jetzt machen, wir forschen jetzt Krankenhaus. Das mache ich jetzt. Oh, so kann man auch wieder zurückgehen. Das ist auch gut zu wissen, wenn man sich verklickt hat. Und ich sage, nein, ich wollte es nicht. Das ist was für Casual. Und das wäre eine Simulation. Simulation auf dem Gameboy, ja, das macht keinen Sinn. Also werden wir dann definitiv nochmal auf den PC gehen müssen. Ja, komm. Forsch das mal. Gibt uns ja, glaube ich, auch wieder Forschungspunkte, wenn er das forscht, oder? Oh. Konsolenneuigkeit. Meine Güte, ey, die Konkurrenz, das geht ja jetzt Vollgas hier los. Sind die jetzt schon zwei Teile von irgendeiner Konsole raus? Hallo, langsam. Wena hat bekannt gegeben, dass sie in 2 Monaten eine neue Spielkonsole herausbringen werden. Die Wena Oasis. Ist mit 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet und verspricht somit ein neues Spielerlebnis. Wena sagte bei der Bekanntgabe, die Oasis ist ein Neubeginn, der Anfang und einer neuen Ära von Spielkonsolen. Und wir sind sicher, da sind wir zu Hause, dass sie sich auf dem Markt sehr gut behaupten wird. Einige der bereits angekündigten Spiele für die Konsole lassen vermuten, dass sie sich eher an ein erwachsenes Publikum richtet. Also es sieht nicht aus wie eine PlayStation. Was ist das? Also ich, Wena, ich würde sagen Sega, oder? Mega Drive, oder? Ich glaube, das ist Sega Mega Drive. Sega hatte ich nicht wirklich. Ich hatte ja dann wirklich nur als ersten Sprung dann die PlayStation 1. Ich glaube, auf die werde ich warten. Auf die, das werde ich überspringen hier. Ich werde doch mich versuchen, mit PC-Games irgendwie über Wasser zu halten, wenn es nicht zu weit nach hinten losgeht. Da müssen wir aufpassen. Okay. Na komm, sieh zu, mach deinen Bericht weiter hier. Und wenn wir die Forschung hier abgeschlossen haben, gucken wir mal, was er dann sagt. Dann haben wir dann auch das Ende dieser Folge erreicht. Ja, jetzt hat er es doch. Forschung ist beendet. So. Du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht, Krankenhaus. Wir kriegen da leider keine Forschungspunkte dazu. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt forschen in diese Richtung, bekommen wir auch Forschungspunkte hier oben. Aber das ist dann demnach nur, wenn man einen Spielbericht macht. Nun gut. Das haben wir. Mal schauen. Ich mache jetzt gleich die Musik wieder leise. Für das nächste Mal. Weil, ihr wisst, der Mann, der nicht schneiden kann, das reimt sich ja wirklich so schön. Ist er gesagt, zu faul ist er zu. Da war es Hardcut weg, ne? Ist nicht schön.
Nicht ganz fair, aber fein. Ich mache es halt einfach so. Ne? So, okay. Also wir haben das jetzt geschafft. Wir tun auch gleich nochmal speichern hier. Sicher ist sicher. Gespeichert ist. Nicht, dass das Spiel jetzt abkackt. Und in dem Sinne. Jetzt nochmal den. Ja, monatliche Kosten. Ja, vielen Dank. Am Ende der Folge musst du mir jetzt nochmal 8000 Mark abziehen. Ne? Jung, jung, jung. Spielhistorie. Im Hintergrund, ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen, schreit hier gerade. Ja, so ist das halt, wenn man Anfänger ist, ne? Hier und auf YouTube ein bisschen was macht, dann hört man halt eben auch die Nachbarschaftskinder voll am Rumgräten, ne? Oh mein Gott, voll zornig. Ist das schlimm. Ist ganz gut, dass die Folge jetzt vorbei ist. Vielleicht hört man es ja gar nicht. Ich habe ja Filter laufen hier ein bisschen. Ich hoffe, es ist einfach nicht drin. Okay. Ja. Wahnsinn. Das ist. Wir haben eine neue Spielhistorie, nicht Spielhistorie, einen neuen Rekord geschafft bei uns. Das ist ja mega gut in der Folge. Freut mich mega. Aber jetzt werden wir das Spiel beenden. Und in dem Sinne, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr so lange dran wart, lasst mir einen Daumen da, ne? Nach oben, würde mich freuen. Und vielleicht ein Abo. Habt einen schönen Abend. In dem Sinne, wie immer, tschö mit Ö.